Bill und Ted retten das Internet. Ein kräftiges Moin in die Runde. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von 5 auf einen Streich. Der erste Streich für heute. Und es dreht sich mal wieder um die Urheberrechtsreform. Morgen ist großer europaweiter Demotag. Unter savetheinternet.info/demos findet ihr eine Liste aller Demos, die morgen stattfinden. Demos finden statt in Berlin, Osnabrück, Chemnitz, Potsdam, Münster, Magdeburg und vielen weiteren Städten in Deutschland. Der zweite Streich für heute. Bill & Ted ist eine Comedy-Filmserie aus den 80er und 90ern. In den Hauptrollen Alex Winter und Keanu Reeves. Dass an einer Fortsetzung gearbeitet wird, wissen wir schon länger. Jetzt haben die beiden über Twitter den Film offiziell für nächstes Jahr angekündigt. Der dritte Streich für heute. Für alle VR- und AR-Fans habe ich jetzt einen coolen YouTube-Kanal für euch, und zwar Virtual Reality Oasis. Hier wird regelmäßig neue Hardware vorgestellt, aktuelle Spiele im Spieletest präsentiert und über aktuelle Messen berichtet. Der vierte Streich für heute. Auf der Spielekonferenz wurde ja beeindruckend gezeigt, was die ganzen Game-Entwicklungs-Engines mittlerweile leisten können. Die Demo, die ich euch jetzt verlinke, zeigt beeindruckend, dass die Technologie natürlich nicht nur für Spiele verwendet werden kann, sondern mittlerweile auch für kleine Kurzfilme oder Serien verwendet wird. Die Demo, die ich euch verlinke, heißt Troll und wurde von Goodbye Kansas und Deep Forest Films produziert. Der fünfte Streich für heute. Über die Staffel 3 von Stranger Things hatte ich ja gestern gesprochen. Passend zur Serie gibt es im Juli auch ein Spiel für die Switch. Visuell sieht das Spiel wie ein altes 16-Bit-Spiel aus. Das isometrische Spiel lehnt sich an die klassischen Abenteuer- und Erkundungsspiele an, die einige von euch sicherlich noch aus den 90er Jahren kennen. Im Mittelpunkt steht nicht das Kämpfen, sondern das Erzählen einer Geschichte und das Lösen von Rätseln. Das Spiel bietet Split-Screen-Koop, das bedeutet, dass man das Spiel ohne Probleme auf der Couch zu zweit zocken kann. Jetzt wieder ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wer gerne Kaffee und Whisky trinkt, der wird sicherlich den First Single Malt Whisky Coffee von Green Ape lieben. Weitere Informationen zu diesem Kaffee und unserem starken Kill Me Quick Espresso findet ihr auf greenape.de. Das war's wieder für die heutige Sendung. Wie immer schaut bei uns auf der Seite vorbei, da findet ihr auch alle aktuellen Notizen zu den Sendungen und empfehlt uns Freunden und Familie weiter. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao!